Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit dem Mr. Sick, der gerade hier steht. Guten Tag. Moin. Und mit dem Sick Rick, der spukt irgendwo am Rathaus rum, nehme ich mal ein. Richtig, moinchen. Denn es hat ja Ausmaße angenommen, sein Vorhaben. Das ist ja der nackte Wahnsinn, aber sieht halt natürlich auch dann dementsprechend bestimmt bombastisch episch aus, nehme ich mal ein. Hoffe. Ja. So, Erde soll ich noch mitbringen? Mhm. Mache ich doch. So, und der Marktplatz ist jetzt auch um einiges schon vergrößert. Ich bin noch nicht ganz fertig. Aber bald, und dann baue ich noch das Klohäuschen weg. Ich bring bloß mal dem Sick Rick ein Stück Erd. Nee, du sollst dich hier... Ja? Du sollst dir hier mal einen Erdturm bauen, auf den du dich draufstellst. Dann siehst du die Dimension von dem Rathaus besser. Okay. So. Also, es gibt die Möglichkeit, das so zu bauen. Oder, pass auf. Ich beobachte mal von oben. Genau, oder du nimmst diese Wand hier und wir verlängern die bis hier hinter und machen hier dicht. Weißt du, die Ecke noch mit. Mhm. Oder wir machen so eine Ecke noch mit auf dieser Seite hier dran. Hier rum. Weil so wie es jetzt ist, finde ich es ganz schön zerstückelt irgendwie. Wir brauchen ein bisschen Volumen noch irgendwie. Aber ich würde fast sagen, wir machen hier drüben die Ecke noch dran. Hier, diese hier. Und bauen dann hier so, weil das ja dann hier so schön schräg eigentlich, so im Zickzack so abgeschnitten ist, machen dann hier so noch eine Parkanlage dran ans Rathaus, wo dann in der Mitte der Parkanlage dieser Wasserfall runterkommt. So machen wir's. Also hier drüben noch ein Stück verlängern. Ja. Will ich gleich mal, bleib mal oben, dass du noch mal guckst, wie das die Dimensionen dann aussehen. Schau mal nicht hin, oder wie? Hab ich mich verzählt, oder was ist los hier? Nee, hab ich nicht. Nee, hab ich nicht. Da. Huch. So, also. Ja. Boah, mega, mega, ey. Krass. Okay. Da brauchen wir eine Menge, Menge Quartz. Na, haben doch genug. Das wird sich herausstellen. Mhm. Wobei ich sowieso am Überlegen bin, ob man denn gerade in der Außenfassade wirklich so viel Quarz verwenden möchte. Was oder sonst? Vielleicht dann doch wieder mit so ein bisschen Ziegeln, Steinziegeln arbeitet. Ja, würde ich eher begrüßen, nicht weil es jetzt so blöd ist wegen Quarz, sondern ich finde zum Rathaus passt so diese Steinelemente noch besser, weil es so ein bisschen älter wirkt und das Quarz erinnert mich halt immer permanent an Griechenland irgendwie. Aber es hat ein schönes Element. Wenn es nicht zu übertrieben ist, hat es dann halt ein schönes Element. Wir haben jetzt hier, wenn du hier so reinkommst, eigentlich eine große Halle. Ja. Man könnte ja im Innenbereich mit diesen weißen Säulen zum Beispiel arbeiten. Und draußen gar nicht. Na doch, Akzente setzen auf jeden Fall. Ja. So, ich glaube, den Marktplatz habe ich jetzt erstmal vervollständigt. Das ist erstmal. Ach, der ist jetzt wirklich riesig, der Marktplatz. Okay, jetzt baue ich mal schnell das Toilettenhäuschen ab und dann können wir uns frei entfalten und anfangen. Die ganze Erd, das ganze Erdgerüst in Taten umzusetzen. Ja, dann hole ich mal Steinziegel auf jeden Fall fürs Fundament. Das ganze Fundament aus Steinziegeln? Mhm. Kein Holz? Fundament, kein Holz, nee, wir bauen ja ein Rathaus. Okay. Toilettenhäuschen. Wegen Toilettenhäuschen. Ja, und der Nähte-Eingang, der ist. Ich weiß nicht, was du meintest, hier war auch gerade eine Kiste offen. Und der Toiletteneingang. Und der Eingang zum Nether, der soll dann im Harthaus im dunklen, düsteren Keller sein. Ja, irgendwie so, ne? Das ist natürlich spannend, ja.
Haben wir nicht mal eine Kiste mit Steinziegeln? Das ist alles bei Cleanstone drin gewesen. Ja, da ist ja gar nichts mehr drin. Oh. Okay, dann machen wir noch welche. So. Sehr geil. Krass, wie groß das wird. Alter Verwalter. Ja. Ich glaube, ich bringe doch mal noch eine Workbench mit. Bring mal eine mit, lieber, sonst ist man tausendmal hin und her rennen. Okay, erstmal wieder rein da. Muss man nachher bloß dann alles mal wieder umsortieren. Ich habe hier noch die Kännchen noch geben, ich habe noch ein paar Steinstufen. Sind Cleanstone-Stufen, meinst du? Cleanstone-Stufen, wollte ich jetzt sagen. Ja. In Jung, hast du noch die Cleanstone-Stufen? Die Cleanstone-Stufen! Ja, geil, ne? Ach, komm her. So, oder? Ja. Ach. Was denn? Die Stufen. So. Ja, die brauche ich jetzt gar nicht zwingend. Magst du mithelfen? Natürlich. Dann komm mal her. Gerne. Das dauert ja ewig, wenn du es alleine machst. Ach so, das sind gar nicht. Ach so. Dein Ziegel, Stein. Da können wir jetzt schon mal alles, was Erde ist, damit ersetzen. Okay. Ich fange mal von der anderen Seite an. Mhm. Ja, geil. Ach, da bin ich echt gespannt, wenn das fertig ist. Monsterprojekt, echt. Monsterprojekt, ja. Aber ja. Überleg gerade, das kannst du eigentlich direkt, so wie es ist, zwei hoch machen, oder? Nee, als Fundament. Naja, weil die Treppe ist ja auch so weit oben, weißt du? War das jetzt auch so gewollt, dass hier einer rausging, nur ein Stein? Ja, da sollten dann so... Also du kannst da dazwischen auch einen reinmachen. Aber da sollen so wie so Stützpfeiler so sein, weißt du? Die so ein bisschen hochragen an der Fassade. Na klar. Jetzt erzähl. Ja, und am Wochenende kriegst du jetzt praktisch deine Grafikkarte, Rick. Doch schwer hoffen. Ach, geil. Ach, echt jetzt? Welche kriegst du? Welche hast du jetzt? Die 970 AMP Hardcore okay. Edition irgendwie. Okay, cool. Also, die soll wohl die Leistung der normalen 980 deutlich übertreffen. Läuft wohl auf 1350 Hertz oder 1450, bin mir nicht sicher. Mhm. Ich hoffe dann, dass es dann endlich mal rund geht hier auf dem Endgerät. Vor allem, ich bin auf deine... Für wie viel? 350. Mhm. Neu oder gebraucht? Neu. Sehr geil. Da bin ich echt mal auf deine Singleplayer-Let's Plays gespannt. Hast du da schon was in Planung? Auch. Ich kann mir schon vorstellen, was. Singleplayer-mäßig nicht, ne. So, soll ich noch einen mit hoch machen? Jetzt machst du ja doch zwei hoch. Ja, da habe ich doch vorhin davon schon angefangen. Weil du musst ja so sehen. Wenn du die Treppe hochkommst, dann sollte das Fundament schon mindestens bis zur Türschwelle gehen, oder? Ja, es sieht bis von außen scheiße aus. Denke ich nicht, weil ich will hier so gittermäßig Kerkerfenster in den Keller hier reinbauen, dass du die von außen noch siehst, weißt du? Das ist dann schon was anderes, ja. Ja. Das ist jetzt
mal ein Projekt, würde ich sagen. Ja, definitiv. Okay, den Boden. Wir machen den. Da hat man uns ja auf Akazienholz geeinigt, oder? Auch hier rein jetzt. Würde ich aber auch direkt schon aus Labs. Oder warte mal. Nee, Mensch, was machst denn du? Na, am Boden. Pass auf. Wir hacken uns hier mal raus, komm mal her. Kannst raus und kannst hier drüben raus, so. Dann kommen wir, du kommst nachher hier die Treppe hoch, ne? Mhm. Und gehst hier zur Tür rein. Mhm. Wäre das nicht dämlich, wenn du da runterfällst auf den Fußboden? Ja, deswegen hatte ich ja gesagt, wenn du das Spiel, dass du zwei hier hoch machst. Weißt du? So ergibt das dann natürlich Sinn. Mach doch einfach den Fußboden hier oben dran. Ja, das wusste ich ja nicht, dass du das so machen willst. Deswegen fand ich das ja so blöd, dass es zwei hier hoch ist. Gut, dann mach mal mit Akazienholz, dann baue ich es ran. Aber mach Slabs, ne? Oder? Oder überhaupt, machen wir in der Eingangshalle direkt Akazienholz? Ja, warum nicht? Obwohl da vielleicht irgendein Stein cooler aussehen würde. Weißt du so? Zum Beispiel die Stone Slabs hier, die wir hier auch auf der Treppe haben. Nee, ich hätte jetzt gedacht an Diorit Clean, also gecleaned. Den hellen oder dunklen? Den hellen, weil der halt noch so einen Glanz, das sieht edler aus und hat auch so richtig. Das kommt gut. Weil das hat ja nochmal so ein. Gucken wir, ob wir überhaupt noch fünf viel da haben, das haben wir ja ewig nicht geholt. Also müssen wir das auch noch farmen. Na, ist ein Mammutprojekt, ist halt so. Creeper, komm her, dich krieg ich. Und zwar, ne, Andesit war der dunklere. Diorit der helle? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ach, den haben wir schon poliert. Sogar hier. Und guck mal, hier sind sogar noch Quarzsäulen drin. Bringst du die mal mit? Ja. Können wir ja hier alles in die Kisten legen. Ach stimmt, wir haben unsere. So, und dann ist nämlich die Dioritkiste leer. Wie machen wir denn? Wie tun wir denn die Säulen jetzt hier draußen machen? Auf der Treppe? Aus den Steinen? Oder aus weißen Säulen? Da würde ich es noch mit den Steinen machen, oder? Hier. Die Säulen. Nee. Oder? Mit den Ziegeln meine ich. Wie das Fundament. Oder willst du da direkt schon weiße Säulen stehen haben? Ich weiß nicht, was besser aussieht. Genau, beides mal ausprobieren einfach. Weil ich will ja diese Rundbögen bauen. Wenn ich die Rundbögen auch aus Quarz baue, dann wird's echt viel weiß. Ja. Egal, das machen wir trotzdem mit weiß. Mal gucken, wie es aussieht. Säulen und Treppen und Stufen. Was haben wir ja. Okay, da baue ich jetzt erstmal den Diorit als Boden. Kannst du da mal gucken, wie das aussieht? Gott, ey, ist das Arbeit. Ja, das sieht cool aus, denke ich. Der ist so schön hell. Brauchen wir noch. Was sind hier unten? Das willst du jetzt. Natürlich sehr intelligent. Was baust du? Ich hab heute einfach keinen Knopf gebaut, damit ich wieder rauskomme. Und hier unten soll es jetzt einfach ein Hohlraum bleiben, oder was? Ja, vorerst kommt doch dann der Keller drunter. Ach du Scheiße. Überhaupt keinen Plan gemacht. Tja. Aber wird auch überbewertet. Ja, das ist blöd, dass man hier nicht mehr rauskommt. Scheiße. Sollen wir dir irgendwie mal helfen? Nee, ich hätte noch eine Lücke hier offen. Eine Lücke, Alter. Rick, ich glaube nicht, dass es mit dem Polierten dann reicht. Aua. 2,5 Herzen hat das gemacht, ey. Durch die Tür durchzurammeln? Ja. Bei mir war es vorhin nicht so viel.
Naja, bei dir waren es aus Holz, jetzt sind sie aus Stein. Achso. Meinst du, das macht was? Ja, ne, 2,5 Heizen mit voller Rüstung bei mir. Okay. Was? Huch. Okay, es könnte. Nee, es klappt, das reicht nicht. Sag mal, muss ich für den Ausgangsknopf da auch nochmal so eine separate Leitung legen? Ja, ne? Kommt drauf an, wenn du es an die gleiche Quelle anschließen kannst. Dann nicht. Ey, ich komme nur aus auf Screenshots. Fuck, Rick. Übelstes Projekt, Digga. Der Andesit ist gleich alle. Der Diorit. So, jetzt ist er alle. Nee, oder? Ja. Quarplexion krieg ich jetzt noch raus. Fuck. Muss ich erstmal Diorit holen für den Scheiß hier. Oh nee. Hätte das mal reichen können. 30 Blöcke noch. Nee, es reicht nicht. Scheiße. Scheiße. So, alle. Puh, krieg ich jetzt Diorit noch her? Oh, hier ist aber dunkel, ey. So. Mal kurz ausleuchten hier ein bisschen. Sonst kriegen wir hier noch Besuch vom Kollegen. So. Weil ich hatte Diorit ewig nicht mehr beschäftigt damit, weißt du? Mhm. Das ist Stein, was war denn jetzt hier Diorit? Das ist doch alles normaler Stein. Das Andesit, der dunkler ist. Wie erkenne ich den? Ach, das ist Diorit hier. War das ist bei Mr. Six im Haus. Stein. Du kannst das doch mit, wenn du willst, mit Cleanstone wieder füllen. War das jetzt Diorit? Ja, okay. Diorit gefunden. So viel brauchst du nicht mehr, so viel Blöcke, da geht das. Und sonst? Alter, ich bin hier gerade auch konzentriert. Ja, merke ich. Bin mir echt nicht sicher, ob das gut aussieht. Das gut aussieht? Achso, du hast jetzt ja die Quarzsäulen genommen, ne? Mhm. Bist du nicht zufrieden mit? Naja, irgendwie sieht das, finde ich, gerade zu flach aus, was ich hier baue. Ja, warte ich. Aber wenn ich es höher baue, weißt du, wie hoch da die Etagen werden? Hm. Nee, doch, das passt schon so. Sie macht hier Palermo, die Spinne. Komm her mit dem Diorit, ey. Das ist richtig, mal richtig die heutige Session so richtig Minecraft. Einfach nur abbauen. Und anbauen. Ja. Meine Herren. Gesangsverein. Hm. Das irgendwie an dieselbe Schaltung ranzubauen, das macht irgendwie. Bringt's irgendwie nicht. So, hab noch die Diorite hier. Das weiß ich gar nicht mehr. Teilweise ist es jetzt ein Stein, oder? Ne, Diorit alles. Heller. Sehen sich so ähnlich. Warum die Blöcke nur noch eingesetzt haben, verstehe ich zwar auch noch nicht so richtig. Die verschiedenen Steine? Ja, so. Na, für
genau das, was wir vorhaben, den hellen gefliesten Natursteinfliesen. Kohle mitnehmen. Gucken, was wir hinten noch reinmachen dann. Kohle war auch mal seltener früher, ne? Das ist ja eigentlich Wahnsinn, was du, wenn du immer eine Ader hast, wie viel Kohle hier ist. Weißt du, wie? Weißt du, wie? Alter, das ist gar nicht mehr auf. Meine Fresse, wie kann man so unschlüssig sein, ey? Oh, also hört es mal auf mit der Kohle langsam. Wird ich wollte bis mal schnell zwei, drei Blöcke noch abbauen, weil ich gerade mal Kohle gefunden habe und wir die alle jetzt in die Kisten reingetan haben. So, reicht. Ah, das ist nur eine Fackel. Obwohl es eigentlich Wurst ist, ich spawn eh überall. Achso, hier geht's dann. Wurst. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. So, schnell. Ja, ihr Lieben. Endcard am Start. Beim nächsten Mal gucken wir uns an, was der Ricky hier so schönes schon gebaut hat mit seinen Säulen. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und ihr könnt auch gerne abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mr. Sick? Jo. Sorry. Sag ciao. Tschüss.